Hey und ho, liebe Minecraft-Freunde und Innen. Ich melde mich heute mal wieder aus meinem Open-Air-Testgelände mit einem kleinen Tutorial. Ja, und was habe ich denn für euch mitgebracht? Ich habe mitgebracht drei einfache Redstone-Schaltungen für jede Gelegenheit. Die Betonung liegt hier auch ganz eindeutig auf einfach. Also alle Leute, die normalerweise bei dem Wort Redstone, so wie ich, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ja, von wegen, ich bin doch kein Physiker und lass mich damit in Ruhe, ich kann doch nicht mal zur Glühbirne wechseln. Ja, die sollten dranbleiben, denn es ist wirklich echt nicht schwierig. Ich habe hier ja ein bisschen was vorbereitet, um euch so ein bisschen vielleicht den Einstieg zu erleichtern, wenn ihr da noch nicht so viel gemacht habt mit Redstone. Vielleicht macht ihr auch einfach mal das Spiel an und den Browser ein bisschen kleiner. Ich versuche das jetzt hier gleich alles relativ langsam durchzugehen, sodass ihr so vielleicht sogar ein bisschen mitbauen könnt. Ich muss ja hier sowieso noch eine kleine Vorrede halten. Ihr habt also jetzt noch ordentlich Zeit, euer Spiel zu starten. Ja? Ist ja auch so, dass man, wenn man erstmal so ein bisschen in Redstone reingeschnuppert hat, dann macht es plötzlich auch Spaß und bereichert das Spiel dann auch nochmal um ein paar neue Facetten. Also, habt mal jetzt keine Angst. Jetzt möchte ich mich erstmal noch ein bisschen bedanken, noch ein paar Dankesworte hier loswerden, und zwar natürlich bei all meinen Zuschauern und Zuschauerinnen. Ich habe so auf meine bisherigen Tutorien, die ich so gedreht habe, das war ja noch nicht so viel, aber ich habe da eine sehr positive Resonanz zu bekommen und sehr viel Post auch von euch. Leute, die gefragt haben, kannst du nicht mal das machen und stell doch das mal vor und wie geht das denn? Wie hast du das denn da gemacht? Erzähl doch mal, du kannst das doch auch so schön. Und vielen Dank dann dafür die Ideen und auch die Motivation. Ist natürlich schön, wenn man weiß, es gefällt den Leuten. Es ist doch nicht so ganz umsonst, was man hier so macht. Und noch mehr fast möchte ich mich bedanken bei meiner lieben Teamkollegin von Minenarbeit.de, Scaleville Server, der Mangelware. Mangelware ist ja eine richtige Redstone-Koryphäe, kann man schon fast sagen. Es gibt ja eigentlich nichts, was sie nicht schon gebaut hätte. Und das Dolle ist, sie versteht sogar, was sie da tut und wie das alles funktioniert. Und das finde ich großartig. Natürlich, wir haben uns so ein bisschen beraten, was kann man denn machen in so einem Tutorial hier und was auch nicht so kompliziert ist, ne, und trotzdem lustig ist. Ja, und da habe ich mir dann folgende Sachen überlegt letztendlich. Und zwar erstens das sagenumwobene Endgate. Als zweites dann diese, ja, die eine Schaltung, die mich immer so ein bisschen an diese Plastiksandalen erinnert, die ich schon als Kind gehasst habe. Das ist der T-Flip-Flop. Ne? Eine absolute Hammerschaltung solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Und letztendlich werden wir uns dann noch ein paar Pulsierer ansehen, weil man mit den Dingern nämlich auch unwahrscheinlich viel Spaß haben kann. Okay, und ich hoffe, jetzt seid ihr soweit. Alle Experten jetzt natürlich, die sich richtig doll mit Redstone auskennen, die sagen jetzt vielleicht, ach nee, ist das langweilig, das kann ich alles schon. Ja Leute, ich habe ja gesagt, das ist jetzt hier für Einsteiger, das sind einfache Schaltungen, klar, und wenn ihr jetzt keine Lust habt, schaltet einfach ab und was weiß ich, guckt so lange die Sesamstraße oder so. Okay, alle anderen bleiben dran. Ich gehe nämlich jetzt weiter zur ersten Station. Das Endgate, ja, oder Undgate kann man auch sagen. Warum heißt das wohl so? Ja, es heißt so, weil man einen Schalter und einen weiteren Schalter umlegen muss, damit wir einen Output bekommen. Ne? Also ich nenne das jetzt, das ist natürlich Input 1 und Input 2 und dann bekommen wir hier den gewünschten Effekt. In diesem Fall hier im Workshop verwende ich sehr viel diese Lampen, damit man immer direkt sieht, was das ist, eingeschaltet ist oder aus. So, jetzt braucht man nur einen Schalter wieder umlegen oder ich kann auch den ersten hier umlegen, also ausschalten und ne, dann ist der Stromkreis schon unterbrochen. Ich muss also immer zwei Schalter umlegen, damit es einen Effekt gibt. Und wie das geht, das ist total einfach. Das sehen wir uns jetzt mal hier an. Auch dafür werde ich aber eben mal es wieder etwas heller machen. So, da habe ich schon mal meine Output-Lampe hingestellt. Und was ihr machen müsst, ist ganz einfach. Ihr legt drei Blöcke nebeneinander.
Ja, das muss ich jetzt natürlich ein bisschen erklären, weil alle Schaltungen, die ich euch hier zeige, ja, die kann man auch noch in anderen Variationen machen. Größer, kleiner, erweitert, nicht erweitert. Dann gibt es da noch Sonderformen und Unterformen und Überformen und Kuchenformen und alles. Ja, also, ich beschränke mich hier immer auf ein Beispiel, eine bestimmte Art und Weise, so eine Schaltung zu machen. Und den Rest müsst ihr einfach mal selber rausfinden. Es gibt da eine ganze Menge Möglichkeiten. Das Endgate baue ich jetzt jedenfalls mal so klein und kompakt. Das wollen wir auch in Minecraft sehr häufig, dieses kleine und kompakte, damit sich hier verschiedene Leitungen nicht in die Quere kommen. So, dann hängt er mal hier, Quatsch, dann stellt er hier oben drauf, auf die äußeren Enden jeweils eine Redstone-Torch und in die Mitte kommt dann ein Redstone-Dust, ein Kabel und hier auf der anderen Seite werden wir unsere Output-Fackel praktisch dransetzen. So, und dann sind wir eigentlich schon fertig. Wir müssen nur noch zwei Input-Schalter anbringen. Das können jetzt Schalter sein, es können aber auch natürlich andere Signale sein, ne? Ganz klar. Und jetzt seht ihr schon, ich lege beide um und dann geht da auch die Lampe an da hinten. Klappt wunderbar. Ach, ich lasse ruhig mal an und wir rennen noch mal ein bisschen rum. Es ist total schnell gemacht, aber ab und zu muss man es, wie gesagt, eben auch ein bisschen anders konstruieren, entweder wegen der Platzverhältnisse oder weil man ja irgendwie eine Apparatur baut oder sowas. Na, aber das ist schon alles, das ganze Grundprinzip eines Endgates. Was man da jetzt noch ein ganz praktisches Beispiel wäre, zum Beispiel, stellt euch mal vor, das ist euer Haus und da rennt ihr immer so schön rein und raus und freut euch und ihr habt auch zombiesichere Stahltüren eingebaut, die die Zombies nicht durchbeißen können. Also ganz tolle Sache. Und ja, eines schönen Tages seid ihr drin und dann guckt ihr nach draußen ins Fenster und seht, ach du Schreck, eure geliebte Großtante Klaus Günther ist im Anmarsch. Was tun? Keine Panik. Ja, Licht ausgeschalten drin und einfach den Hebel umgelegt. Ja, wenn nämlich jetzt eure Tante Klaus Günther kommt, dann sind die Türen verschlossen. Ja, da kann sie hier meinetwegen einen Stepptanz auf den Trittplatten vollführen, aber es passiert nichts. Sie kommt nicht rein und wird dann irgendwann wieder abdackeln. Ne? Hat sich dann erledigt mit eurer Erbschaft. Ne? Seid ihr selbst schuld. Ne? Und ja, das ist nichts anderes als ein Endgate. Und zwar sind diese Trittplatten Input 1, erster Schalter, und der praktisch Schließmechanismus in ist der Input 2, dass sie alles irgendwie geschickt verbinden und Output sind natürlich die Türen. So, und jetzt ist auch wieder offen. Ja. Es ist eine ganz praktische Angelegenheit, um ja ganz praktisch natürlich auch ohne Tante Klaus Günther einfach einen Zombieschutz für nachts. Ja, ihr könnt ja hier tagsüber dann schön immer rein und rausrennen. Durch die Trittplatten ist das alles praktisch, so hat man es ja gerne. Aber wenn ihr nachts dann im Haus seid, könnt ihr einfach den Hebel umlegen und die Zombies kommen eben dann auch nicht mehr rein. Und so ist das eine ganz ein praktisches Beispiel fürs Endgate. Und ich hoffe mal, das habt ihr so relativ gut verstanden, dass ich nämlich jetzt einfach weitergehen kann zur zweiten Station. Der T-Flip-Flop. Ja, ganz tolle Schaltung. Und ich wurde auch überhäuft mit Anfragen, wie man das denn macht, dass man hier so einen kurzen Impuls hat, wie er ja hier so einen Knopf aussendet, dass dann aber dauerhaft da oben was angeht, so jetzt in diesem Fall. Oder ich drücke nochmal drauf und dann geht das wieder aus. Ne? Das ist also, dass sich so ein normaler Knopf so wie ein Hebel verhält, ja, der ein dauerhaftes Signal aussendet oder eben nicht. Dauerhaft an oder aus ist. Und ja, so ein Button, der sendet nur einen kurzen Impuls, bewirkt aber trotzdem so einen dauerhaften Effekt. Und statt des Buttons kann man natürlich auch verschiedene andere Dinge nehmen. Hier so eine Trittplatte zum Beispiel oder eine Detektor-Rail, der neue Stolperdraht und ja, auch andere Schaltungen natürlich, ne, die das jetzt hier irgendwie ansteuern. Ihr hört auch schon, das ist eine bisschen mechanische Sache. Da sind also Pistons im Spiel. Und
Trotzdem ist es total einfach zu bauen. Ich habe hier auch mal wieder vorbereitet. Mein Output-Kabel liegt da schon, damit es gleich ein bisschen schneller ist. Stellt einfach mal zwei Sockel hin. Ich mache das jetzt ja auch alles schön überirdisch hier, damit man das gut sehen kann. Ihr könnt die ganzen Schaltungen auch irgendwie in die Erde reinbauen oder oben oder unten. Das müsst ihr selber herausfinden, je nachdem wie ihr es haben wollt. Auf diese beiden Sockel, also die müssen auch hier einen Platz haben von zwei Blöcken Luft zwischen. Da kommt dann ein Piston, der nach innen gedreht ist, drauf. Also es muss auch ein normaler Piston sein, kein Sticky Piston. Ne? Auch wenn ihr jetzt noch einen auf Lage habt, so nach dem Motto, die müssen raus, ne? Nix. Es muss unbedingt ein ganz normaler Piston sein. Und auf den anderen Block einfach gegenüber auch ein Piston, so dass die beiden sich so angucken. Prima. Und jetzt auf eine Seite unten in den Zwischenraum wird eine Redstone-Torch gestellt. Ich nehme jetzt hier die linke Seite, je nachdem wie ihr die Schaltung jetzt baut. Ihr könnt auch die rechte nehmen. Müsst ihr euer Output-Kabel eben entsprechend anschließen. Das ist unsere Output-Fackel, die liefert unseren Saft für das Output-Kabel. Aber das könnt ihr jetzt natürlich nicht einfach so anschließen, weil dann ist das ja dauerhaft an. Ja, und lässt sich ja gar nichts mehr schalten. Und deswegen stellen wir erstmal hier noch einen Block hin und legen das Kabel oben auf den Block. So, und jetzt sagt er natürlich auch direkt, ja, was soll das denn jetzt? Ist das Kabel halt eben dauerhaft aus? Das lässt sich genauso wenig schalten. Ne? Aber nur fast. Denn was ist denn zum Beispiel, jetzt kommen nämlich unsere Pistons ins Spiel, wenn hier ein Block hängt. Ja, und angenommen, dieser Piston schiebt den Block nach rechts rüber. Dann wäre der so und ihr seht, was passiert. Die Redstone-Torch befeuert diesen Block, der steht unter Saft und gibt den Strom weiter an unser Output-Kabel. Wunderbar. Und jetzt bräuchte nur noch dieser Piston den Block zurückschieben. Und Output wäre wieder ausgeschaltet. Jetzt müssen wir praktisch nur noch eine Schaltung haben, die die beiden Pistons hier hin und her bewegt. Und da ist es wirklich total leicht. Es muss einfach oben in diesen Zwischenraum, aber oberhalb der Pistons, müssen noch zwei Blöcke gelegt werden. So. Da drauf packt ihr Redstone. Das ist praktisch auch schon das Input-Kabel. Also ich werde das jetzt hier auch noch ein bisschen erweitern, dass man hier vorne vielleicht mal das bisschen erkennt, dass das noch Input ist. Das könnt ihr natürlich jetzt sonst wohin legen, das Kabel, wo ihr es halt braucht. Ne? Ein Knöpfchen dran, genau. So, und jetzt fehlt eigentlich nur noch hier direkt oberhalb der Pistons jeweils eine Redstone-Torch. Habt ihr schon gesehen, dass der Piston anspricht? Hier noch eine hin, so. Und wenn ich jetzt den Knopf drücke, dann sind wir nämlich schon fertig. Das Licht geht an, ne? Und wieder aus. Und wieder an. Prima, klappt. Es ist der T-Flip-Flop. Er ist schon fertig. Er ist schnell gebaut, er ist ein bisschen teuer, natürlich wegen der Pistons, die man dafür braucht, aber gut, das ist verkraftbar dafür, dass das Ding nämlich so sinnvoll ist. Ihr findet T-Flip-Flops eigentlich in jeder größeren und komplexeren Schaltung, weil die Dinger, man braucht sehr oft, dass man aus einem kurzen Impuls wirklich ein dauerhaftes Signal erzeugen möchte. Ne, das ist, dieses Ding sieht man fast überall in so großen Schaltungen. Aber wie gesagt, auch solche kleinen nützlichen Dinge kann man damit mal eben schnell bauen. Ich fliege ja noch ein bisschen rum, dass ihr das nochmal genauer angucken könnt. So. Und wie ich überhaupt drauf gekommen ist, ist natürlich Folgendes. Ihr habt vielleicht meine Minecraft 1.3 Vorstellungsvideos gesehen. Wenn nicht, könnt ihr es ja nachholen. Besonders den dritten Teil. Da laufe ich nämlich auf einen Platz und in dem Moment, wo ich drauf laufe, wird er beleuchtet. Da gehen die Lampen an, wie von Geisterhand. Und die Leute haben dann, ich habe dann natürlich erklärt, es liegt an dem Stolperdraht. Da läuft man rüber und dann geht das Licht an. Und die Leute wollten halt wissen, wie geht denn das? Normalerweise müsste das doch direkt wieder ausgehen, genau wie der Stolperdraht sich ja wieder zurückstellt. Ne? Und jetzt laufe ich raus aus dem Raum, das ist halt sehr schön, praktische Geschichte. Ich brauche keinen Knopf anvisieren und ich kann beim Laufen einfach das Licht einschalten. Und renne ich raus, ist es wieder aus. Ne? Das ist nichts anderes als der T-Flip-Flop, den ich euch gerade erzählt habe.
Den habe ich hier hinten, können wir ja mal ein bisschen lauern gehen. Es sieht dann auch mal ein bisschen wilder aus, ne? Aber es ist nichts anderes, als hier kommt Input an vom Stolperdraht. Hier ist dann der Flip-Flop mit den beiden Pistons, die gegenüberstehen, den Block hier hin und her schieben. Ich kann den ja mal eben austauschen. Ah, ja, genau. Das sollte man nicht tun, den Block wieder wegnehmen. Moment, ich will den nur gegen einen roten austauschen und wieder mal eben schnell die Torch dahin. So, jetzt sollte es wieder funktionieren. Ja, der Block wird hin und her geschoben, beiden Fackeln dran und dann wird hier der Stromkreis geschlossen. Und die Kabel sind hier einfach aufgeteilt. Das ist ja nichts anderes, als dass ich die da halt noch ein bisschen durch die Gegend geführt habe, um dann die Lampen anzuvisieren. Lässt sich auch wunderbar machen. Gut, der T-Flip-Flop. Das war er. Ja? Und jetzt gehen wir noch weiter zur dritten Station. Die dritte einfache Redstone-Schaltung, die ich euch vorstellen möchte, ja, das sind die Pulsierer. Das ist eigentlich nicht nur eine Schaltung, eine spezielle, sondern es ist eine ganze Gruppe von Schaltungen, sehr weit umfassend, diese Pulsierer. Genau wie ich ja am Anfang auch bei dem AND-Gate schon sagte, und auf das T-Flip-Flop trifft das eigentlich auch zu. Ihr könnt alle diese Schaltungen ja auch ausbauen, anders bauen, umbauen, erweitern, spiegelverkehrt bauen, all solche Sachen. Das sind hier nur so ein paar Grundversionen, die ich euch so vorstelle. Das trifft eben auch auf diese Pulsierer zu. Wie gesagt, breites Spektrum, da gehören dann auch irgendwie Clocks zu und alle möglichen Arten von Taktgebern halt. Weil, was machen die Dinger nach? Ich sag immer Blinkrelay, ne? Aus diesem Grund, weil es so schön blinkt. Es gibt uns einen soliden Takt und ja, können wir entweder solche Disco-Effekte mitmachen oder eine Maschine vielleicht bauen, die regelmäßig so einen Impuls braucht an, aus, an und aus. Ne? Ist vor allem auch total leicht zu bauen. Das Kleinste, was es wohl gibt, soweit ich weiß, ist dieses hier. Nehmt mal einen Block und dann hängt da mal eine Redstone-Torch dran und dann gehen wir um den Block herum, Feld für Feld weiter. Und zwar erstmal mit einem Redstone und dann nehmen wir einen Repeater, den wir voll aufdrehen, auf die höchste Stufe schalten. So. Und dann der Rest wird einfach mit Redstone-Kabel aufgefüllt. Auch oben auf dem Block noch drauf. Und da fängt das Ding auch schon wie wild an zu blinken. Hops. Und das Schöne dabei ist, ihr braucht jetzt eigentlich nur noch, ich nehme jetzt einfach mal hier so einen normalen Schalter. Kann auch ein anderes Signal sein oder längeres Kabel noch dran sein. Keine Ahnung, wie ihr es so braucht. Da kann ich das ganze Teil mit abschalten. Wenn es mir mal auf den Keks geht, das ganze Geblinke, ne? Und wieder einschalten. Und aus, ne? Und wunderbar. Das einzige Problem an diesem Ding ist jetzt nur, es blinkt relativ schnell. Es könnte sein, dass es so schnell blinkt für das, was ihr da gerade bauen wollt. Und die simpelste Möglichkeit, das natürlich ein bisschen zu verändern und das Signal zu verlängern, ist natürlich, indem ihr einfach noch weitere Repeater einbaut. Ich habe das hier nochmal vorbereitet. Das ist unser Block mit der Redstone-Torch und dem Schalter. Und dann werde ich jetzt hier einfach noch einige Repeater dran bauen, die ich auch alle voll aufdrehe. Man sagt da ja, man zählt da ja immer den ersten Klick, wie man den Repeater so hinsetzt. Den zählt man ja immer mit. So 1, 2, 3, 4 ist also Stufe 4. Ne? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Soweit ich weiß, ist das so ein bisschen so Standard unter den ganzen Redstone-Experten. Aber bitte korrigiert mich, wenn ich da jetzt einen Blödsinn erzähle. Ist auch nicht so wichtig, weil es geht einfach jetzt in diesem Fall darum, die alle voll aufzudrehen, um dann dieses Signal zu haben, was dann schön langsam da durchläuft, ja, und wieder zurück, ne? Und ihr seht, dann blinkt es auch ganz langsam. Und ihr könnt den Output irgendwo abzweigen, wo gerade Platz ist und ihr das so braucht, ne? Manchmal ist es ein bisschen kompliziert, dann muss man die so drehen, die Schaltung, damit man den Output an der richtigen Seite hat, wo man da gerade baut und so, ne? Aber ihr seht, das ist eine wunderbare Sache. Und auch wenn ihr sowas habt, könnt ihr jetzt natürlich auch so Feintuning betreiben mit den vielen Repeatern. Indem ihr jetzt hier zum Beispiel den hier nur so schaltet, dann habt ihr noch ein bisschen Luft
leicht schnelleres Signal. Da kann man so ein bisschen, ja, Feintuning eben mit betreiben. Und im Grunde ist das aber immer noch dasselbe wie hier vorne, diese einfache Sache, nur eben noch mit mehr Repeatern in diese Kette gesetzt. So, und es blinkt jetzt sogar schön abwechselnd, relativ abwechselnd, ja. Okay, Leute, ne? Und ich denke mal, das war jetzt, ja, das waren meine drei einfachen Redstone-Schaltungen. Ich hoffe, es hat euch total Spaß gemacht und ihr habt ein bisschen nachgebaut und jetzt auch ein bisschen vielleicht mehr Freude an dem Redstone, weil ihr vielleicht einen besseren Einstieg habt. Ja, und ich wünsche euch dann natürlich auch viel Spaß beim Ausprobieren dieser ganzen Geschichten, aber weil ihr so schön auch zugeguckt habt bis jetzt noch, ne, habt da durchgehalten die ganze Zeit und bestimmt auch schon ganz brav einen Daumen nach oben geklickt, ne, lieb wie ihr seid, ja, deswegen habe ich nämlich auch noch eine kleine Zugabe für euch. Und diese Zugabe fällt grob gesagt auch noch in den Bereich der Pulsierer. Es ist manchmal erforderlich, dass wir so ein ganz kurzes Output-Signal haben wollen. So an-aus. Ne? Ihr wisst ja klar, das macht ja eigentlich ein normaler Button. Der geht an-aus. An-aus. Ne? Aber das dauert noch relativ lange, auch wenn ihr es nicht glaubt. Ne? Also wenn ich jetzt hier direkt das Stromkabel anschließe, seht ihr ja, dann bleibt die Lampe genauso an, wie auch der Schalter aktiv ist. Manchmal ist es aber erforderlich, dass wir so ein ganz kurzes Signal daraus bekommen, dass die Lampe zum Beispiel jetzt nur einmal blinkt oder so. Ne? Das ist relativ leicht zu bewerkstelligen. Baut hier einfach mal aus 5 Blöcken dieses Hufeisen. Außen an ein Ende hier der Input-Button und oben drauf auf diesen Input-Block kommt eine Redstone-Torch und auf der gegenüberliegenden Seite außen eine. So, das ist praktisch unsere Output-Fackel. So, auf alle freien Blöcke oben noch Redstone legen. Und dann stellt ihr euch auf die Seite, ihr könnt das ja auch spiegelverkehrt bauen, nicht, ne? Aber ihr stellt euch dann da am besten an diesen Input-Knopf und setzt einen Repeater genau da in die Lücke. Den müsst ihr dann auf ja, Stufe 3 stellen, also immer mitzählen, wenn ihr auch den Block schon setzt, also den Repeater schon setzt. 1, 2, 3. Vorletzte Stufe, sagen wir mal einfach so. Ne? So. Und wenn ich jetzt auf den Button klicke, dann werdet ihr sehen, dass die Lampe da hinten nur einmal kurz aufblinkt. Das geht sehr schnell. Also da ist der Schalter noch immer aktiv. Ja, und da ist die schon lange aus, die Lampe wieder. Ne? Und das ist sehr nützlich. Zum Beispiel, das gebe ich euch nur abschließend noch einen kleinen Tipp. Was ihr dann damit macht, ist euch überlassen. Aber dieses Signal, dieses schnelle, ne, es ist so schnell, dass ein Sticky Piston es nicht schafft, seinen Block, das ist der rote da vorne, vor- und zurückzuziehen. Der verliert den unterwegs, weil es so schnell geht. Pass auf. Ha! Na, da seht ihr, also ist der Sticky Piston und der schafft es nicht, den Block wieder zurückzuziehen, weil der so schnell auf und zu geht. Das Lustige ist jetzt allerdings, und das vor allem Praktische, wenn ich jetzt nochmal auf den Knopf drücke, dann holt er sich den Block zurück. Pass auf. Ah, das ist doch cool, oder? So, damit könnt ihr jetzt natürlich mal ein bisschen ins Grübeln kommen, was man damit wohl machen kann. Ein schönes Tor, eine interessante Konstruktion, keine Ahnung. Ihr könntet zum Beispiel mit diesem Block auch wieder einen Stromkreis schließen, wie bei dem T-Flop vorhin. Ja, dass hier irgendwie Stromquelle ankommt oder irgendwie was, ne? Also. So, und das war jetzt meine Zugabe für euch. Ihr seht jetzt hier noch mal eben kurz. Das ist nichts anderes als vorne ist wieder dieses Hufeisen. Hier kommt der Input an. Torch obendrauf. Hier die Torch an der Seite. Repeater vom Input weggehend auf der vorletzten Stufe. Und hier dann letztendlich Output an den Pisten. Zack. Und wieder zurück. Raffiniert, ne? Gut, Leute, jetzt
Gehe ich zurück zum Eingang, ich mache jetzt Feierabend hier, gucke ich noch mal unten, ihr seht ja, ich habe hier noch ordentlich, bin ich da am Rumtesten und am Rumfummeln, da hinten seht ihr noch aus meinem letzten Tutorial mit dem Kontrollturm da irgendwas, ne? Das war da hinten. Ja, jetzt kann ich mich ja praktisch nochmal verabschieden, mich nochmal bedanken bei euch fürs Zusehen und ja, lasst mir eure Kommentare da und Tipps und Wünsche und alles Mögliche. Habt auf jeden Fall jetzt viel mehr Spaß mit Redstone als vorher. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Vorbotler sagt Tschüss.